Also, das ist jetzt der zweite Teil von dieser Aktivierung. Ich mache wieder zwei Teile, habe gedacht, ich mache für jeden Gipfel ein eigenes Video, dann wird keines ewig lang und mühselig. Wenn ihr am nächsten Tag euch das nächste Video anschaut, seid ausgeschlafen und erträgt diese 8 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten wieder besser. Gut. Also, da drüben sind wir also bei der letzten Aktivierung gewesen. Dann sind wir da durch diese Risse auch und hat sich noch ein wunderschönes Schneefeld ergeben. Einfach traumhaft, schön da runter zu rutschen. Und ja, 250 Höhenmeter werden es gewesen sein. Ja, gemütlich runterrutschen, nicht zu schnell. Wenn man einbricht, bleibt das Bein auch noch dran. Ja, sonst hebelst du aus. Also ein gemütliches Tempo, kontrolliertes Tempo kann man sowas schon abrutschen. Der Anfang drüben war sehr, sehr steil. Ja, da ist eher die Geschwindigkeit das Problem. Und unten raus wird der Schnee natürlich immer schlechter und bricht leichter ein. Jetzt bin ich auf dem Weg zu der Roma Spitze. Unten am tiefsten Punkt habe ich noch zwei Hühner gesehen. Schneehühner traue ich mich jetzt nicht zu sagen. So gut kenne ich mich mit den Hühnern nicht aus, aber es ist eindeutig zu der Gattung der Hühnern gehört. Und ein Bärchen sind da unten herumgerannt. Dann wieder eine Gämse hat mich hier gequert auf diesen Wiesen. Und Wetter nach wie vor sehr, sehr schön. Tolles Wolkenbild mit schönen Cumuluswolken. Und ja, Roma Spitz wird keine große Herausforderung werden. Bergsteigerisch gesehen, sowas ist durchaus machbar für jemanden, der ein bisschen trittsicher ist. Ja, Wahnsinnsblick da rein, ja. Super, gut. Weiter geht's. Spitze ist erreicht. Ja, bin da ein bisschen unter der Wolke herinnen, ein bisschen dunkel das Ganze. Das ist damals Gipfelkreuz von der Roma Spitze. Ja, die Roma Bergfreunde haben das 1979 daher. Ja, man muss fast sagen, betoniert, gell, auf diesem Betonsockel. Gut, kann man so auch machen. Abgespannt natürlich mit Stahlseilen. Da unten haben wir dann das Hinterteil. Wir sehen da, wie weit sehen wir denn alle? Weit. Sicht ist super, sicherlich 80, 100 Kilometer weit. Ja, unter den Wolken, wunderschönes Wolkenbild, da vorne liegt noch das letzte Schneefeld. Habe ich ja gesagt, dass ich jemanden gesehen habe da herüben und der hat sich da wahrscheinlich für einen Angehörigen oder so, haben sie eine wunderschöne Lampe da aufgestellt. Ja, der Docht, der brennt noch nicht sehr lang, ja, wenn man da schaut, der brennt noch nicht sehr lang, eine nette Lampe haben sie da hergestellt, eine Erinnerung wahrscheinlich an einen Verstorbenen, wo es da heroben wahrscheinlich sein Traumpunkt war oder sein Kraftplatz oder wie auch immer. Gut, jetzt die Sicht. Gell? Wir sind jetzt wirklich vorne am Inntal, das davor mit der Gleirschtal-Spitze. Da bin ich doch ein bisschen hinten versteckt gewesen in Karwendel, etwas zurückgezogen. Die Rapporte waren nach Innsbruck runter eher schlecht, gell? Bis mittel. Ich habe sie gut gehört, aber okay, die haben andere Stationen da unten. Jetzt habe ich viel ein freieres Feld. Gell, jetzt sollten ein, zwei QSOs oder zumindest die Rapporte sollten besser ausfallen. Da sehen wir auch den Weg, den ich gekommen bin. Das ist eine wunderschöne Gratkletterei. So ab und zu ein bisschen schwieriger, würde man sagen. Vielleicht ist eine Zweierstelle dabei gewesen. Aber ansonsten wunderschön. Mal links, gell, da sieht man runter ins Inntal, mal auf der rechten Seite in die Seitentäler rein vom Karwendel. Gell, alles sehr, sehr schön da herum. Wie gewohnt bin ich wieder allein unterwegs. Der eine ist mir nicht begegnet. Muss mal schauen, ob der einen anderen Weg runtergenommen hat, weil ich habe ihn auch nicht mehr gesehen. So, jetzt werde ich mich spotten
die Kuh ist ausfahren und dann überlege ich mir sogar noch, weil es ist zeitlich recht früh, da vorne ist der Zunterkopf und das könnte schon auch noch ein Ziel sein für mich heute, dass ich da noch rüber spaziere. Ja, weil weiter unten könnte ich wieder meine Schuhe wechseln. Wenn ich dann auf meine Laufschuhe bin, dann habe ich schon ordentlich Tempo drauf. Das ist meine Art zu gehen. Ich bin eher ein schneller Bergsteiger. Und manche glauben, ich renne die Berge alle nur hoch und runter. Aber in Wirklichkeit, wenn man mich jetzt da diese Gratkletterei gesehen hätte, das mache ich ganz, ganz gemütlich, ganz bewusst und genieße das auch richtig. Aber so durch die Wälder durch, da gebe ich schon ganz gerne ein bisschen Gas. So, gehen wir zum Spotten. Zekusota, Zekusota von Oscar Echo 7, Romeo Golf Foxtrot Portal mit Zweitaktivierung. Oscar Echo Tango India 260. Das ist Oscar Echo 7, Romeo Golf Foxtrot. Ich habe es nur gehört und zwar Oscar Echo Tango Lima 042. Ist das richtig? Rapport ist ganz schwach. Ich hätte vielleicht 3-3 oder 2-2 eher. Ich habe dein Rufzeichen noch nicht verstanden. Ja, jetzt ist es angekommen. Oscar Echo 7, Romeo Delta India. Da ist OE7 RGF Portable von der Rummer Spitze, von der Oscar Echo Tango India 260. Ja, danke RDI. Ich versuche vielleicht nochmal den Haller Zunterkopf. Das geht sich halt bei mir wahrscheinlich noch aus. Vielleicht hören wir uns nochmal. Danke fürs Reinkommen und 73. Ja, Oscar Echo 7, Whisky Golf Tango. Ich hoffe, du hast mich geworfen in Oscar Echo 7, Romeo Golf Foxtrot Portable. Oscar Echo, Tango India 260, die Rummer Spitze ist das hier oben, habe ich gerade aktiviert mit zwei Kursos, fehlen wieder die anderen zwei für meine vier Punkte. Und ja, unten sehe ich, unter mir sehe ich die Gleitschirmflieger, da habe ich natürlich immer ein Auge darauf, wie es ihnen so geht, wenn sie da diese Kette, diese Notkette entlang fliegen, da Richtung Kopfstein raus. Viele landen dann doch unten am Rechenhof oder eben im Inntal unten, weil sie dann nicht allzu weit weg sind vom Auto. Das Problem habe ich heute nicht. Mein Auto ist, weiß Gott wo, ich weiß gar nicht, wo es momentan steht. Und jetzt schaut es so aus, jetzt kann ich natürlich wandern. Ich kann wandern, egal wo ich rauskomme, da suche ich mir einen Bus, einen Zug und fahre dann einfach wieder nach Hause. Und ja, deswegen, ich sehe da drüben die Zunternköpfe. Der Haller Zunterkopf ist auch noch ein Sota-Gipfel, den man aktivieren könnte. Es ist 13 Uhr, ich glaube 13 Uhr Sommerzeit, also mitteleuropäische Sommerzeit. Ich glaube, ich werde mich jetzt da auf dem Weg zum Zunterkopf machen. Muss aber allerdings gleich dazu sagen, die Distanz sieht nicht so weit aus. Allerdings haben wir da runter wahrscheinlich eine leichte Kletterpassage und runterklettern, da bin ich sehr langsam. Da bin ich ein sehr langsamer Geher, wenn es ums Runterklettern geht. Und ein gebranntes Kind, damals war ich 15. Und schauen wir mal, wie schnell ich da runterkomme auf einem normalen Gehweg oder auf einem Wanderweg und dann melde ich mich wieder. Aber das Ganze mache ich wieder in einem anderen Video. Ich werde es dann in ein neues Video einschneiden oder ein weiteres Video machen, damit ich euch über den Sommer alle paar Wochen einmal ein bisschen versorge und dann im Herbst werde ich ja dann wieder etwas aktiver werden. Gut.